ne? Au! Idiot! Das geht gar nicht, mir hinter meinem Rücken Praktikum zu besorgen. Das könnt ihr vergessen. Gut für dich sein. Wir schicken ihn nicht in den Krieg. Wir schicken ihn nur zur eigenen Familie. Was ist denn der Unterschied? Und wo soll ich schlafen? Bei deinem Cousin. Rocco? Tach. Tach. Ich bin's, Ole. Ich bin's, Rocco. Stell sofort die Tasse wieder hin. Die ist von Mama. Die Erdbeeren schmecken da nicht. Trägst du immer einen Helm? Fühlst du dich so sicher? Ich habe noch nie auf der Rückbank eines Autos rumgemacht. Sollten wir uns denn noch besser kennenlernen? Hallo, ich bin Fritzi. Hallo. Ole. Du hast keinen blassen Schimmer, was du dich da einlässt, oder? Ist jetzt Rocky der große Hesse, oder was? Nee, ich bin Rocco und sowas ist wie ein großer Bruder für sie. Und du, bist Ole, und sowas ist wie ein Quickie für sie. Tja, weiß ich echt nicht, was du willst. Ole, entspann dich. Ich bin entspannt. Mach nochmal die Augen zu. Ich verstehe dich nur manchmal nicht, weil einerseits küsst du mich und dann wieder nicht. Wenn's dir wehtut, dann geh besser. Sag dir schon, wenn's wehtut. Ich lauf die Straßen auf dein Atem zu mir. Immer noch so will und weil ich nachts nicht mehr schlaf. Das wollte ich nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Wird sie ja fremd geknuscht. Okay, aber ich mach das nur für Ole. Weil Ihnen Schwule Angst machen, müssen Sie ihn nicht so behandeln. Schwule machen mir keine Angst, okay? Mein Sohn hat mir alles erzählt, dass er Gefühle für Sie hat, dass er sich womöglich in Sie... Ich spüre einfach nichts.